Viele von uns nutzen mittlerweile sicherlich die Fingerabdruckerkennung, um unsere Handys zu schützen. Es ist einfach eine praktische Sache. Sollte das Handy mal wegkommen, kann niemand anderes an persönliche Daten kommen. Eigentlich, denn es gibt leider auch Personen, die von nichts zurückschrecken, um das zu bekommen, was sie wollen. Auch dann nicht, wenn sie über Leichen gehen müssen. Am 1. April 2024 betritt Fasil Teklemariam sein Apartment in der Peabody Street Northwest in Washington, D.C. Fasil ist Geschäftsmann und 53 Jahre alt. Er ist nicht allein, als er sein Apartment betritt. Bei ihm ist die 19 Jahre alte Audrey Denise Miller. Kurz darauf verlässt Fasil seine Wohnung nochmal und kommt wenig später mit 3 Dosen Coca-Cola in der Hand zurück. Er betritt seine Wohnung nun zum letzten Mal. 4 Tage später, am Vormittag des 5. April, wird die Polizei zu Fasils Wohnung gerufen. Es geht um eine bewusstlose Person. Aber leider ist es noch viel schlimmer. Fasil liegt tot in seinem Bett. Er ist blutüberströmt und hat mehrere Stichwunden. Außerdem wurde mit stumpfer Gewalt auf ihn eingewirkt. Er hat mehrere Schnittwunden an seinen Armen und Beinen. Sein rechter Daumen wurde ihm abgetrennt. Von dem Finger ist in seiner Wohnung, die nun ein Tatort ist, nichts zu sehen. Auch das Mobiltelefon des getöteten Mannes fehlt, ebenso wie andere Wertgegenstände aus seiner Wohnung. Es ist noch unklar, wer den Notruf abgesetzt hat, der letztendlich zur Entdeckung von Fasils Leichnam geführt hat. Für die Polizei sieht es so aus, als habe man versucht, die Wohnung nach der Tat noch gründlich zu reinigen und somit Spuren zu beseitigen. Der Apartmentkomplex von Fasil hat eine Videoüberwachung und so kann man glücklicherweise nachverfolgen, wer seine Wohnung zuletzt betreten hat. Die Ermittler finden nicht nur die Aufnahmen, von denen ich euch eben erzählt habe, die Fasil in der Begleitung der 19 Jahre alten Audrey zeigen, man sieht auch, wie in den Tagen zwischen dem 1. April und dem 4. mindestens 2x2 Frauen das Apartment von Fasil betreten. Sie nutzen einen Schlüsselchip aus dem Besitz des 53-Jährigen. Die beiden Frauen sind in Begleitung von 2 Männern. Und bei jedem ihrer Besuche verlassen sie die Wohnung von Fasil nicht mit leeren Händen, sondern mit wertvollen elektronischen Gegenständen und teuren Uhren. All das, während der 53-jährige Fasil vermutlich schon tot in seinem Bett liegt. Die Polizei findet heraus, dass eine der beiden Frauen die 19 Jahre alte Audrey ist, die Fasil am 1. April 2024 mit nach Hause nahm. Die andere Frau in dem Video ist Tiffany Taylor Gray. Wie die Ermittler durch Zeugen erfahren werden, soll Fasil Tiffanys Sugar Daddy gewesen sein. Sie verbrachte also regelmäßig Zeit mit ihm und bekam im Gegenzug finanzielle und materielle Zuwendungen von dem wohlhabenden Mann. Letztendlich werden Audrey und Tiffany wegen Mordes ersten Grades an Fasil Teklemariam angeklagt. Ihnen wird außerdem vorgeworfen, Fasils Daumen abgetrennt zu haben, um so sein Handy entsperren zu können. So hatten sie Zugriff auf sein Online-Banking und konnten sich Geld auszahlen lassen. Laut der Polizei sollen die jungen Frauen das Geld vor allem für die Bezahlung von Uber-Fahrten, Alkohol und Marihuana ausgegeben haben. Der Daumen und das Handy konnten zunächst nicht sichergestellt werden. Zuletzt wurde das Mobiltelefon in einer Funkzelle in College Park in Maryland eingeloggt. Unweit von dort wohnt die mutmaßliche Täterin Tiffany in einer Mietwohnung. Wie Polizeiakten zeigen, soll Tiffany im Oktober 2023 schon einmal von Fasil gestohlen haben. Damals waren die beiden gemeinsam in einem Hotel. Tiffany soll bei dieser Gelegenheit 1800 US-Dollar aus Fasils E-Wallet abgebucht haben. Fasil hat diesen Vorfall auch der Polizei gemeldet. Ob die beiden danach trotzdem noch weiter Kontakt hatten und wie Tiffany dann Audrey kennenlernte, mit der sie den Mord an ihrem ehemaligen Sugar Daddy gemeinsam begangen haben soll, ist unklar. Einer der beiden Männer, die mit Audrey und Tiffany in Fasils Wohnung gegangen ist, wurde bislang identifiziert, aber noch nicht verhaftet. Noch wissen wir nicht genau, wie dieser Fall sich entsponnen hat. Aber dass Audrey und Tiffany Fasil nicht nur ermordet haben sollen, sondern angeblich auch seinen Daumen abtrennen, um sein Handy entsperren zu können, klingt wie eine Geschichte aus einem Horror-Thriller. Derzeit warten Audrey und Tiffany in Untersuchungshaft auf ihre ersten Anhörungen. Ob die beiden Männer, die mit ihnen in der Wohnung gewesen sind, noch verhaftet werden, bleibt abzuwarten. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn ihr keine Updates zu diesem oder anderen aktuellen Kriminalfällen verpassen möchtet, abonniert den Kanal gerne. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.